Wir haben uns heute mal ein neues Schild für unsere Eingangstür gemacht mit Diamond Painting und wir zeigen euch mal, was das für ein Set ist und wie man das macht. Bleibt dran, viel Spaß. Ich habe heute mal wieder ein neues Diamond Painting Projekt für mich. Das ist so ein Haustürschild mit nachtleuchtenden Steinchen. Damit werde ich erstmal anfangen, diese zu belegen. Da sind hier goldene Steinchen für den Rand und diese leuchten halt im Dunkeln. Wenn man das Schild draußen irgendwo hin macht, dann leuchtet eben immer Welcome to our home. Und dann sind für die Mitte hier lauter kleine Bilder, die man da ranmachen kann. Da muss man jetzt natürlich dann die Bilder alle mit Steinchen belegen. Da sind ja auch eine ganze Menge Steinchen mit dabei. Da kann man zum Beispiel, wir sind ja ein Hundehaushalt, kann man hier so einen Hund mit reinmachen. Ihr könnt ein Herz da reinmachen, ein Elefant, ein Haus für Weihnachten, ein Schmetterling, ein Weihnachtsmann, zum Geburtstag ein Cupcake. Wir können einen Tannenbaum dahin machen, wir können Mandala dahin machen, ein Apfel, ein Kleeblatt und für Halloween so ein Kürbis. Das ist cool. Kannst du jedes Mal austauschen, finde ich ganz klasse und mit dem Schild fange ich jetzt an. Man hat da auch eine Kette mit dabei, dass man das hier anhängen kann. Also da ist wirklich an alles gedacht. Ach, hier ist der Magnet erst. Siehst du, ich habe mich gewundert, warum das nicht dran klebt. Das wird dann hier rangeklebt und dann hält da dann auch, das ist nämlich magnetisch, die Teile, und dann hält das auch an diesem Schild. Zack. Siehst du. So, na, man muss erstmal alles auspacken. So. Also wer das noch nicht kennt, muss erstmal diesen Stift, der damit bei ist, mit dem Wachs hier füllen. Unten rein, damit man dann die Steinchen hier aufpickern kann. Und jetzt ist auf der Tüte ja beschriftet A. Und man sieht, also es war ja eigentlich schon von vornherein klar, dass auf diese hellen Steine, Stellen diese hellen Steine kommen. Dann sucht man sich einen Anfang. Kommen die ab hier. Und dann fängt man an, diese Steinchen da hinzulegen, damit die dann im Dunkeln leuchten. Da bin ich schon so gespannt drauf. Ich erstmal. Also, das ist auch wieder so ein richtig schönes Projekt, finde ich. Was auch wieder Spaß macht. Was mir wieder richtig dolle Spaß macht, genau. Weil es mal wieder was ganz anderes ist als so ein ganz normales Bild. Bilder hat man mittlerweile genug, aber eben solche Sachen, das finde ich immer wieder schön. Boxen, Haustürschilder, Kränze. Was gibt es noch? Ach, und diesen schönen Teddy. Da wartet er bestimmt auch schon drauf, auf den Teddy. Der kommt demnächst irgendwann, weil der dauert ein bisschen länger. So, wir melden uns wieder, wenn du ein bisschen Fortschritt hast. Ja, du machst jetzt wieder Pause und ich darf wieder arbeiten hier. Aber das ist ja keine Arbeit, eigentlich ist es ja Entspannung. Es macht dir doch Spaß. Ja. Das Schild habe ich dann jetzt fertig. Geht ja ganz schnell zu machen, weil eigentlich gar nicht so viel daran zu legen ist. Und sowas macht mir dann immer Spaß, wenn ich dann sehe, zack, ist fertig. Das ist immer schön, ein Teil erledigt. So, jetzt hatten wir uns ja gewundert, wie man da diese Teile rankriegen soll. Dafür ist ja hier so ein Metallplättchen. Da ist hier auch nochmal Kleber dran. Da kleben wir jetzt einfach dieses Metallplättchen dran. Und dann kleben da nämlich die ganzen auf, was ist das hier, auf Magnetfolie ist das, die da auf Magnetfolie drauf gemacht sind, die kleben dann hier schön. So, dann können wir hier die Kette anbringen, die ja mit im Set ist. Oh, krieg ich da ja nicht. So, das war jetzt eine ganz schön schwierige Geburt, diese Teil da ranzukriegen. Diese Haken. Kleinen Tipp nebenbei, macht die Haken erst dran, bevor er die Steine legt. Bevor ihr die Steine legt, genau. So, und jetzt halten nämlich diese Dinger dann hier dran. Zack. Weil das magnetische Folie, also Magnetplatten sind, was wir so vom Stanzen und sowas kennen. Magnetplatten, und dann kann man das schön auswechseln. Na, wenn das mal nicht edel ist. Das ist edel. Also ich finde das richtig cool. Das ist eine richtig coole Idee. Richtig wunderschön. Das kriegt einen Ehrenplatz bei uns.
Ja. Sieht richtig schön aus. So, vor allem so viele Teile dabei. Oh, Geburtstag. Apfel im Herbst. Weiß man ja nicht, wann man die alle ranmachen soll. Halloween. Cool. Das ist noch eine feine Erfindung. Das ist wirklich schön, ja. Haus. Und dann noch der schöne Hund. Zack. Oh, da bist du ja ganz edel, wa? Ja, das ist unser Schild. Bist du stolz drauf auf ja. Dich? Schöner Hund. Hätte jetzt nur noch ein Yorkie sein müssen. Aber ist ein Hund. Und jetzt machen wir noch Licht aus und zeigen euch, dass das im Dunkeln ja, leuchtet. Deine Kamera hat Licht. Deine Kamera. Das war jetzt ja. Nicht gut. So, noch ein Versuch. Oh! Sieht doch cool aus. Aber das Bild in der Mitte, das leuchtet nicht. Da, die haben leider keine Leuchtdinger drin. Das ist nur die Schrift, die leuchtet. Aber ist trotzdem cool. Ja. Dass das ohne Licht dann leuchtet. Lädt sich am Tage auf, wenn Licht drauf fällt und dann leuchtet es. Coole Sache. Jetzt finde ich den Schalter nicht mehr. So ihr Lieben, also dieses Set ist wirklich richtig cool. Das finde ich echt mal klasse. Das ist eine schöne Sache. Und vor allem ein Gegenstand, den man irgendwie benutzen kann. Auch wenn man es nur als Schild benutzt. Aber ist halt irgendwie benutzbar. Und ich finde es klasse. Bleibt weiterhin neugierig. Und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und wir verlinken euch, wo man es bekommt. Auch wenn es mal manchmal peinlich wird, wenn das Licht nicht so funktioniert.